is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Christus ist Richter. Der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Christus sucht in seinen Lehren den Menschen nahezubringen, dass es wirklich ein kommendes Gericht gibt. Und das öffentlich sein wird. Es ist nicht ein Gericht, in dem einige Einzelpersonen beurteilt werden oder auch ein ganzes Volk, sondern die ganze Welt denkender, zurechnungsfähiger Wesen. Es wird in Anwesenheit anderer Welten gehalten, damit die Liebe, die Rechtschaffenheit, der Dienst des Menschen für Gott im höchsten Maße anerkannt und geehrt werde. Es wird nicht an Herrlichkeit und Ehre mangeln. Das Gesetz Gottes wird in seiner Majestät offenbart werden und die Menschen, die in herausfordernder Rebellion gegen seine heiligen Vorschriften angegangen sind, werden begreifen, dass dieses Gesetz, das sie beseitigt, verachtet und Füßen getreten haben, Gottes Maßstab des Charakters ist. An diesem Pünktchen der Erde zeigen die Bewohner des himmlischen Universums allergrößtes Interesse. Denn Jesus zahlte einen unendlich hohen Preis für die Seelen seiner Bewohner. Gott hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Denn er ist ohne Zweifel Gott, im Fleisch offenbart. Gott wollte, dass der Fürst der Leidenden unter den Menschen die ganze Welt richten sollte. Er, der aus den himmlischen Höfen kam, um die Menschen vor dem ewigen Tod zu retten. Er, der sich dazu herabließ, vor einem irdischen Tribunal zu erscheinen und der den schändlichen Tod am Kreuz erlitt. Er allein soll das Urteil verkünden. Lohn oder Strafe. Er, der sich den Leiden und der Demütigung einer Kreuzigung hier auf der Erde ausgesetzt hat, soll nach Gottes Ratschluss voll entschädigt werden und vom ganzen himmlischen Universum als der König der Heiligen anerkannt, den Thron besteigen. Er hat das Erlösungswerk unternommen und den ungefallenen Welten und der himmlischen Familie gezeigt, dass er das angefangene Werk auch vollenden kann. Am Tag der letzten Strafe und Belohnung werden Heilige und Sünder gleicherweise im Gekreuzigten den Richter aller Lebendigen erkennen. Ernst wird der Tag der letzten Entscheidung sein. Uns ist Gnadenzeit gewährt. Günstige Gelegenheiten und Vorrechte sind uns eingeräumt worden, damit wir unsere Berufung und Erwählung festmachen können. Wie sollten wir diese kostbare Zeit schätzen und jedes von Gott geschenkte Talent gebrauchen, um treue Haushalter unserer selbst zu sein? The Lord is coming. Are you ready?